vor einem Jahr, wir sind froh, dass er nicht gemeint hat, Österreich ist frei, aber er hat allen Österreichern Alkohol oder Psychopharmaka empfohlen, falls wir uns erinnern können. Jetzt vergleicht er sich mit Leopold Fiegel. Noch einmal, das ist ein eindeutiges Bild, ein pathologisches. Ich habe beim Herfahren mit einigen Medizinern gesprochen. Wir sind ein guter, ausgeprägter Staat mit einem guten Sachwaltergesetz. So etwas therapiert man. Ich meine, wenn ein Gartenzwerg sich in seinem Sand der schaut vielleicht nein, Entschuldige, der, wenn sich einer einbildet, er sei Leopold Fiegel, Freund, der bildet sich vielleicht morgen ein, er sei Napoleon oder Maria Stuart oder was. Du weißt ja nicht, auf was die Krankengestalten alles kommen. Ich bin der Meinung, wir sollten heilen, wir sollten therapieren, ja, da gibt es geeignete Maßnahmen. Als Vorbild nehmen. Nein, er vergleicht sich mit ihm. Er kann Vorbilder haben, wenn er auch immer hat. Bei der Corona-Politik habe ich geglaubt, sein Vorbild ist Idi Amin, ja, oder Erich Honecker oder Walter Ulbricht. Also, der ist ja ein Streifenhörnchen, so viele Vorbilder, wie der hat.